Heute gibt es einen richtig schönen Glasversiegelungstest. Ich glaube, das wollen mal viele von euch sehen und auch ich selbst will mal wirklich genau die Unterschiede kennenlernen zwischen dem Soft 99 Glarco Ultra, dem Glarco DX und dem Glarco Roll-On. Und Soft 99, wir wissen es alle, die haben wirklich ein sehr breites Repertoire an Glasversiegelung. Da gibt es noch das Blave, da gibt es noch so viele andere Produkte und das sind eigentlich so die drei meistgenutzten. Und das Glarco DX ist ja relativ frisch auf dem Markt und ich will einfach mal schauen, wo sich das einsortiert. Denn wir haben einmal hier das Standzeitmaximum, das Glarco Ultra. Ne? Kennen wir auch schon, gibt es auch schon echt lange und hat sich bis heute auch noch gehalten. Ne? Dann haben wir das Glarco Roll-On Max. Das im Moment auch noch mein absoluter Favorit. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel seid ihr mit dem Fahrzeug unterwegs und noch wichtiger ist, wo seid ihr mit dem Fahrzeug unterwegs. Wenn ihr viel Autobahn fahrt, dann habt ihr eigentlich immer eine relativ hohe Geschwindigkeit und deswegen könnt ihr natürlich auch ein Produkt nutzen, was vielleicht etwas später anfängt mit Abperlen von der Scheibe, aber dafür einfach deutlich länger hält. Oder ihr seid halt viel auch über Land unterwegs oder auch mal in der Stadt und da braucht ihr natürlich ein Produkt, was bei Regen etwas eher anfängt abzuperlen. Es gibt ja Glasversiegelungen, die perlen erst bei 70, 80, 90 km/h. Das ist ja für 60-70% aller Verkehrsteilnehmer eigentlich total wertlos, weil die meisten natürlich auch in der Stadt oder bei 30-50 km/h eigentlich schon die Leistung sehen wollen. Und deswegen will ich heute in dem Test mal gemeinsam mit euch herausfinden, ab wann fangen denn diese Produkte an zu perlen und wie ist die Standzeit. Das wird sehr, sehr cool. Wir werden hier alle drei auf meine Frontscheibe auftragen. Habe ich auch schon gereinigt. Ich blende euch jetzt nochmal die Szene an der SB-Box ein. Da habe ich das Ganze direkt auch mit dem Glarco Glass Compound von Soft 99 gemacht, damit die Scheibe wirklich wunderbar sauber ist und jetzt in dem Moment schon perfekt vorbereitet ist, damit wir die drei hier auftragen können. Geht sehr, sehr einfach, könnt auch locker an der SB-Box machen, die Scheibe mal hier von Versiegelungsresten befreien oder mal eine tiefengründliche Reinigung durchführen. Los geht's, viel Spaß! Ich zeige euch in dem Video auch nochmal die genauen Unterschiede zwischen den Glasversiegelungen, nicht nur bei der Endleistung, sondern auch wie man das aufträgt und worauf man achten sollte. Das Schöne ist, eigentlich unterscheiden sich die Glasversiegelungen nicht sehr stark von der Anwendung. Aber beim Glarco DX und beim Glarco Roll-On müsst ihr die Überstände dann nach einer gewissen Ablüftzeit mit einem leicht feuchten Tuch unternehmen, also so nebelfeucht. Nicht das Tuch hier in Wasser tauchen, sondern wirklich nur mit dem Sprüher so kurz drauf sprühen und dann mit Wasser das Ganze runternehmen. Das geht dann wesentlich einfacher. Und das Ganze braucht ihr aber beim Glarco Ultra, was wir hier auf der linken Seite von euch haben, das braucht ihr nicht machen. Dann nehmt einfach ein ganz einfaches, sauberes Mikrofasertuch und dann habt ihr nicht diesen, ich nenne es mal wirklich Nachteil, dass ihr hier darauf achten müsst, da ein leicht nebelfeuchtes Tuch nutzen zu müssen. Das ist beim Glarco Ultra wirklich nochmal entspannter. So, damit haben wir unsere Dreier-Einteilung. Und ja, wo fangen wir jetzt an? Am besten beim Glarco Roll-On. Es geht eigentlich geht alles ziemlich easy, muss ich sagen. Und nochmal kurz durchschütteln, hier vorne oben die Kappe abdrehen und dann könnt ihr hier schon mit dem kleinen Filz einfach auf die Scheibe drauf gehen, ein bisschen drücken, bis hier anfängt das Produkt dann das Filz zu füllen, am Anfang so ein bisschen verteilen, nochmal ein bisschen drücken, dass sich das hier wirklich dann dunkel einfärbt und dann können wir eigentlich mal loslegen hier mit der ersten Bahn. Da mache ich immer von links nach rechts. Und das ist eine Angewohnheit, das ist wie beim Wachsauftragen bei mir, ich ende immer in Fahrtrichtung. Ob das jetzt den riesen Unterschied macht bei der Leistung, muss ich ehrlich sagen, das ist eigentlich nur so ein Glaubensding. Wichtig ist am Ende, dass ihr das überall gleichmäßig verteilt habt. Und ich mache einmal, wie gesagt, von links nach rechts und jetzt einmal von oben nach unten. Ich gehe nochmal am Klebeband richtig lang. So, jetzt von oben nach unten. Aber jetzt ohne frisches Produkt drauf zu drücken, dass nur so ein leichter Film entsteht und keine Versiegelungströpfchen mehr auf der Scheibe drauf sind. So, jetzt fahren wir nochmal den Rand ab. So, hier hoch und hier oben. Zack, fertig. Deckel drauf. Also mega einfach. Also schwierig ist das jetzt nicht. Ne? Jetzt kommen wir zum Glarco DX. Kurz schütteln. Auch hier wieder Kappe abmachen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nichts hier auf die erste Scheibenfläche drauf appliziere. Und auch hier haben wir jetzt den Vorteil, wir haben jetzt diesen schwenkbaren Kopf. Das heißt, ich müsste es sogar schaffen, komplett bis rüber zu kommen, wenn ich mich ein bisschen lang mache. So, fangen wir hier unten an. Füllt sich sehr schön schnell. Es wird ultra spannend, Leute. Ich bin so gespannt, ob man das dann auch richtig gut sehen kann. Ich gehe fest davon aus. Also ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem Glarco DX. Ich will euch hier meine Vorabvermutung noch nicht kundtun. Ich will mich gemeinsam mit euch überraschen lassen und sage euch das dann,
bei der Regenfahrt, was ich so vermutet hatte und ob das eingetreten ist. So, und wieder in Fahrtrichtung enden. Jetzt können wir nochmal schön hier unten die Ränder kontrollieren. Hier oben lang und so. Und damit alles perfekt. Wenn ihr noch so kleine Tröpfchen drauf habt, dann geht ruhig nochmal eine zusätzliche Bahn. Dann habt ihr einfach nicht so lange Wartezeiten beim Ablüften lassen. So, super einfach. Jetzt geht es zum Klarko Ultra. So, auch hier durchschütteln. Und das Prozedere ist eigentlich das gleiche. Ein bisschen was reindrücken. Ein bisschen was im Applicator drin ist. Ihr seht hier, der Applicator beim Klarko Ultra ist, ich würde mal schätzen, fast, sagen wir mal, mehr als die Hälfte kleiner. Das heißt, ihr müsst wirklich hier mehrere Bahnen ziehen. Das geht nicht so schnell. Leute, das ist jetzt kein Riesennachteil. Ich finde das jetzt überhaupt kein Problem, wenn der Kopf hier ein bisschen kleiner ist. Muss man halt ein bisschen genauer arbeiten. Das ist wie hier beim Wachs auftragen. Schön überlappen, verteilen. So, und jetzt an den Rändern. Jetzt kann man natürlich hier mit dem kleinen Kopf, das ist so ein kleiner Vorteil, wie ich finde, dass man jetzt hier diese Kanten noch etwas genauer erreichen kann. Das ist wie wenn man einen großen Pinsel zu malen hat und einen kleinen Pinsel zu malen hat. Lässt sich natürlich jetzt hier noch feiner händeln, aber das geht auch absolut klar. Ablüftzeiten, das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt bei diesen Produkten. Man kann jetzt hier nicht einfach pauschal sagen, bei allen 5 Minuten. Das funktioniert nicht. Ihr müsst so ein bisschen beobachten, wann die Produkte anfangen, hier wirklich so einen trockenen Film auszubilden. Und das ist beim Klarko Roll-On auch noch nicht der Fall auf der ersten Seite. Aber ich schaue mal hier bei euch auf die Kamera, ob man das gut erkennen kann. Ja, man sieht hier schön diesen Film. Der sieht noch schön so ein bisschen noch feucht aus. Ne? Wenn wir jetzt mal beim Klarko Roll-On ein bisschen ins Licht schauen, dann sehen wir hier, oder beim Klarko DX, das ist schon deutlich klarer. Ne? Und deswegen ganz wichtig, auch hier schon langsam vorbereiten. Ich würde mal so sagen, bei Warmtemperaturen, wir haben jetzt ungefähr so 22, 23 Grad hier drin. Das ist sehr schön angenehm und wir haben keine hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, es lüftet relativ fix ab. Ich würde mal so sagen, hier bei den Temperaturen 5 Minuten. So, mal gucken, wie es ausschaut. Wenn ihr natürlich viel, viel Produkt drauf gemacht habt, dann wären es auch mal 10 Minuten. Wichtig ist, wenn hier noch richtige Tröpfchen drauf sind und es sieht noch richtig nass aus, dann natürlich noch nicht mit dem Tuch auspolieren, da ist es noch nicht fertig. Genauso auch hier, aber das kommt jetzt schon langsam hin. Ich habe das natürlich schon so unendlich oft schon aufgetragen. Das heißt, ich habe da auch so ein bisschen Erfahrung, was auch die Menge des Produktes angeht. Bei mir ist das eigentlich nach 5 Minuten hier schon erledigt bei dem Klarko Roll-On und deswegen ist es auch für mich eine Versiegelung, die ist so schnell wieder auf die Scheibe raufgelegt, problemlos. Hier ist noch ein Tick dahinter, also ich kann ganz klar sagen, hier noch 3 Minuten vielleicht, 2, 3 Minuten und dann können wir hier schon das Klarko Roll-On runternehmen. Mein Tipp, das ist mein Erfahrungswert, bei Warmtemperaturen 5 Minuten und da gebt ihr der Sache mal 10 Minuten. Je kühler das ist, hängt dann so ein paar Minuten dran, auch wenn viel Luftfeuchtigkeit ist, dauert es einen Tick länger. Das sind meine Erfahrungswerte. So, dann können wir starten hier mit dem Mikrofasertuch. Ich nehme mir ein ganz einfach 500 GSM Tuch, ganz easy, sauber und jetzt kein spezielles Carbontuch oder irgendwas oder Glastuch, sondern einfach ein ganz normales Mikrofasertuch. Mein Tipp, faltet euch das zweimal zusammen, dass ihr hier eine etwas kleinere Oberfläche habt. Und jetzt gebt euch hier so ein bisschen, ich versuche es mal hier direkt vor der Kamera, so ein bisschen Wasser reinzusprühen. Und dann gehen wir hier drüber erstmal die groben Rückstände runternehmen, schön bis zur Kante ran. Und dann seht ihr auch schon jetzt im Gegenlicht, vorher hatten wir ja so kleine Striemen noch und jetzt ist das absolut klar auszupolieren. Und wenn ihr dann seht, okay, die ganzen Rückstände sind eigentlich weg, dann einfach nochmal kurz, zack, auf eine trockene und dann ist hier, schau das mal an, dann ist total glatt. Und dann ohne großen Druck einfach auspolieren, ganz easy, einfach, boom, fertig. So einfach funktioniert das. Absolut glasklar, hier sieht man mal schönen Unterschied, ganz super und einfach zu machen. Deswegen mag ich das Roll-On eigentlich sehr, sehr gerne und wenn man das halt wirklich richtig drauf hat, dann funktioniert das wunderbar auch mit dem Auftragen. Wie gesagt, passt halt auf das, dass das richtig schön ablüftet, nicht, dass es noch komplett nass ist, dann schmiert euch natürlich die Versiegelung hier kreuz und quer mit dem Tuch, dann habt ihr natürlich Schlieren. Deswegen immer darauf achten. Das Klarko DX ist auch an der Stelle schon bereit. Ich nehme ja nur ein neues gelbes Tuch.
So, und dann gucken wir uns nochmal die Mitte an. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite rüber, damit ich euch nicht so im Weg bin. So, gelbes Tuch. Sprühen wir uns hier ein bisschen Wasser drauf. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen langen Arm machen. Hier ist er. Auch hier, jetzt achtet mal wirklich auf die Streifen, die vorher noch zu sehen waren. Guckt mal, wie wunderbar das geht. Wirklich ohne großen Druck einfach schön die Glasversiegelung wegmassieren. Guckt euch das mal an. Sehr, sehr schön. Ich komme mit den Soft 99 Glasversiegelungen wirklich super zurecht. So. Also ob ihr jetzt noch mal mit einer trockenen Seite rübergehen müsst, das ist für mich einfach so eine Routine. Ich mache das dann ganz gern noch mal. Aber das hat diesmal schon so gut geklappt hier. So. Das Ganze wirklich 12 Stunden aushärten lassen. Macht es am besten abends oder so, dann geht das super easy. Und hier auf der dritten Seite können wir schon weitermachen. So, und das beim Klarko Ultra natürlich finde ich jetzt einen Tick einfacher. Obwohl, ihr habt gesehen, es geht eigentlich super easy einfach aufzutragen. Beim Klarko Ultra halt jetzt der Vorteil, ihr nehmt euch einfach ein ganz sauberes, frisches Mikrofasertuch, trocken, ohne Wasser drin. Und jetzt testen wir es einfach mal aus. Ich falte mir das auch einmal zusammen, damit ich eine kleinere Fläche habe. Und jetzt gehe ich einfach mal in die Mitte drauf und drehe jetzt einfach mal hier das Tuch so ein bisschen auf der Stelle und in kreisförmigen Bewegungen, so zack. Und jetzt guckt euch das an, hier. Es lässt sich absolut, es ist wie, als habt ihr so eine kleine, als hättet ihr so eine kleine Staubschicht hier drauf. Also das Klarko Ultra lässt sich hier von der Anwendung her, sagen wir mal, wenn ihr jetzt Einsteiger seid in dem Thema und das noch nie gemacht habt, ist das Klarko Ultra für mich das anwenderfreundlichste Produkt, obwohl die anderen der Sache eigentlich jetzt nicht weit dahinter sind. Nur ihr müsst halt wissen, dass ihr danach so ein bisschen das Tuch halt einfach nass machen müsst. Beim Klarko Ultra ist das wie Staub von der Scheibe polieren, fertig. So einfach ist das. Das Ganze jetzt hier alle drei wirklich 12 Stunden ablüften lassen, aushärten lassen, in Ruhe lassen, nicht jetzt gleich mit Wasser raufschießen. Ihr könnt jetzt schon mit Wasser raufgehen, ist aber einfach, das mindert einfach die Leistung und wir wollen wirklich das Maximum. Deswegen bleibt das Auto jetzt hier schön bis morgen hier stehen. Und ich glaube, der nächste Regenschauer kommt jetzt in dem Zeitpunkt erst in so 2 bis 3 Tagen. Das heißt, das Ganze kann hier problemlos vor sich hin aushärten. Trotzdem werde ich das Fahrzeug natürlich bewegen, aber nicht in den nächsten 12 Stunden. Ganz wichtig. Und jetzt sehen wir uns schon direkt bei der Regenfahrt. Ich bin echt gespannt. Los geht's, ab in den Regen. So, und da sind wir an Bord und jetzt gucken wir uns das mal gemeinsam an, Leute. Ich bin jetzt hier gerade in der 30er-Zone. Wir haben auf der linken Seite, meine Frau wird es mal ein bisschen hier von hinten versuchen, euch einzufangen mit der Kamera. Linke Seite natürlich das Klarko Roll-On. Auf der Mitte, meine Mitte schwenken. In der Mitte natürlich hier das Klarko DX. Und auf der rechten Seite, man sieht es auch nochmal schön, die Abgrenzung, das Klarko Ultra. Was wir jetzt schön sehen ist, hier bei 30 km/h, das Klarko Roll-On, da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Ich hoffe, es wird hier halbwegs sichtbar. Und jetzt gehen wir mal auf 35 km/h und da haben wir hier schon ganz arge Bewegung links, dann aber auch beim Klarko DX und mal rechts füllen. Beim rechts sehen wir dann ein bisschen, da sehen wir noch keine richtige Bewegung. Und jetzt gehen wir mal mit der Geschwindigkeit hoch. Ich bin auf 40 km/h und da ist schon links schon Bewegung drin, definitiv, auch in der Mitte. Aber rechts wird nur das Wasser rübergespült. Jetzt sehen wir es ganz, ganz deutlich. Klarko Roll-On links schon gut Bewegung, Mitte auch. Aber rechts beim Klarko Ultra dauert es ein bisschen länger. Jetzt sind wir bei 50 km/h. Da geht das schon richtig schön hier voran auf der linken Seite und auf der Mitte. Und rechts noch beim Klarko Ultra dauert das ein bisschen länger. Wir sind jetzt bei 55, 58 km/h. Da perlt hier das Roll-On sehr, sehr gut auf der linken Seite. Kam gerade LKW und rechts haben wir auch auf jeden Fall aber deutlich mehr Striemen drauf. Ich hoffe, es lässt sich aber alles so gut erkennen. Also ganz, ganz deutlich zu sehen, dass das Klarko Roll-On hier an der Stelle ein bisschen hinter den anderen Beinen liegt. Und das ist auch das, was ich bisher immer so beobachtet habe. Das Klarko Roll-On ist da ein Tick dahinter. Hat die größte Standzeit, aber das beste Abhärverhalten sehen wir jetzt hier. Also meiner Meinung nach ist das links beim Klarko Roll-On noch ein Tick besser als in der Mitte. Aber es sind wirklich nur Feinheiten. Das bestätigt auch nochmal 100% meine Beobachtung. Wir sind jetzt bei 55 km/h. Und ich sage euch auch gleich wieder, wenn ich die Geschwindigkeit ändere. Jetzt biegen wir hier mal auf die Autobahn ab. So, jetzt fahren wir hier ein bisschen langsamer. Gucken wir uns das hier mal an. Ja, mal bitte rechts filmen. Genau, also da sehen wir jetzt ganz, ganz deutlich hier beim Klarko Ultra, dass das doch ein bisschen
mehr Wasser drauf hat. Jetzt sind wir wieder so bei 35. Gehen wir ein bisschen höher. Und jetzt sehen wir das schön. Ich hoffe, es ist auf der Kamera auch gut für euch erkennbar, dass hier das Roll-on links wirklich für mich am besten losperlt. Rechts, jetzt da liegen die Tropfen richtig drauf. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse erlauben das auch, dass ihr es gut erkennt. So, jetzt gucken wir mal. Ich sage euch die Geschwindigkeit wieder an. 50. 60. 70. 90. 100. Und da, finde ich, ist die Ablaufgeschwindigkeit. Ich bleib mal hier ein bisschen hin im LKW. Ich lasse mich ausrollen. Die Ablaufgeschwindigkeit ist hier ganz links am heftigsten beim Clarke Roll-On. Wir holen uns mal ein bisschen Spray ab hier. Ich sag, das ist bei 90 km/h, knapp schneller als der LKW. Und da ist die linke Seite wirklich am massiven Abperlen. Die Mitte auch wirklich noch gut, aber noch nicht so krass wie links, wie ich finde. Und jetzt sind wir bei 110 ungefähr. Ich ordne mich mal wieder ein und mal ein bisschen nach rechts füllen. Ich denke mal, das sieht man deutlich, dass da mehr Wasser drauf liegt und auch trotzdem abperlt. Aber im Verhältnis jetzt hier zur Mitte und links beim Clarke Roll-On finde ich, dass es immer noch am stärksten ist. Also für mich definitiv, wir gehen mit der Geschwindigkeit noch ein Stück höher. Wir sind jetzt bei 100 wieder. Also bei 100 auf der Autobahn ist absolut klare Sicht hier, auch bei so einem Regen. Absolut problemlos. Wir können auch mal ein Stück höher gehen. Auch da eigentlich problemlos sind es bei 110 km/h. Natürlich ist alles wirklich durch den Wind so, dass es schön abfährt auf den versiegelten Oberflächen. Man sieht schön auf den Streifen, wo das Klebeband war, dass da einfach auch das Wasser wirklich nicht so schön hochgeht. Einfach nur die saubere Scheibe. Wir sind konstant bei 110, einfach mal entspannt hier. Und wir holen uns gleich mal den Spray von den beiden Autos ab, die jetzt hier vorbeifahren, und ziehen mal mit der Geschwindigkeit. Wir sind jetzt bei 112, 14, 116, 120. Und auch so bei so einem Spray sieht man ganz, ganz deutlich, dass hier auf der rechten Seite das Roll-On über die Leistung der anderen beiden nicht drüber kommt. Wieder 115 ungefähr. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz deutliche Sache hier. Wir holen uns nochmal den Spray ab. Ich hoffe, Bildmaterial passt soweit. Ist gar nicht so einfach. Filmen wir ein bisschen weiter vor, mal versuchen, ein bisschen weiter vor zu filmen. Scheibenwischer ist hier, ich weiß nicht, ob es der Kamera so rüberkommt, der Scheibenwischer ist absolut nicht nötig. Jetzt bei 125, das ist halt ein ganz normaler, mäßiger Regen. Und auf der Seite wieder schwenken wir mal kurz rüber zum Ultra, mal rechts rüber bitte. Da sieht man, finde ich, einen deutlich stärkeren Feuchtigkeitsfilm. Auch da perlt es schön ab. Aber definitiv nicht auf dem Niveau. Jetzt machen wir noch mal kurz die Aktion mit dem Scheibenwischer. Also von Ghosting bei allen dreien, ja, meiner Meinung nach, ja, überhaupt nicht vorhanden. Und jetzt haben wir wirklich auch nochmal drüber gewischt. Und auch hier nochmal für mich das Roll-On, finde ich, ein Tick vor dem Clarke DX. Und im Anschluss folgt dann das Clarke Ultra. Wir fahren jetzt hier runter und ich denke, das reicht als Eindruck. Wir können jetzt auch nochmal versuchen, hier ein bisschen Landstraßen einzufangen. Fängt es auch langsam an, hier wieder bei 65, 70,
an meinem Placo Ultra zu perlen. Ich beschleunige mal nicht allzu stark und da auch wieder hier linke Seite Placo. Jetzt kommt auch das Placo DX hinterher und jetzt kommt auch das Placo Ultra. Also ganz, ganz deutlich immer und immer wieder zu sehen. Placo Roll-On gewinnt hier dieses Vergleichsduell, was das Startabperlen angeht. Man sieht es auch an der Ablaufgeschwindigkeit. Also ganz, ganz deutliches Ergebnis, beeindruckend. Und damit, Leute, wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Videos. Wir nehmen das Ganze den Langzeittest. Ich werde es beobachten. Ganz normaler Alltagseinsatz. Und wir gucken uns an, wie die drei Versiegelungen sich hier schlagen werden. Und ihr könnt ja mal euren Favoriten unten reinschreiben. Und ich bin halt so ein ganz großer Fan vom Placo Roll-On, weil einfach das am zeitigsten losperlt, am effektivsten damit einzusetzen ist, am vielseitigsten einzusetzen ist. Und man einfach dadurch einfach, der Auftrag ist ja auch super, super easy. Also ich komme damit super klar. Und man sieht es auch hier schön bei so einer ganz normalen Landstraße bei 70. Ist das ganz entspannt. Ich brauche nicht einmal hier den Scheibenwischer auch nur einsetzen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Also guckt es euch gerne mal an, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif und bis dahin, Leute, haut rein und alle Produkte sind unten nochmal verlinkt und bei Fragen jederzeit für euch erreichbar. Bis zum nächsten Mal. Euer Sepp. Ciao.